meine Damen und Herren, ich bin hier an den Stolpersteinen, die für die Brüder Weil verlegt worden sind in der Bahnhofstraße. Die haben hier gewohnt, wurden deportiert und umgebracht. Anlass ist der 9. November, an dem wir immer daran denken, dass in der sogenannten Reichsregierung überall in Deutschland Menschen weggeschleppt wurden, Häuser zerstört wurden, Leben bedroht wurden, was dann nachher auch dazu geführt hat, dass Millionen Menschen in Konzentrationslagern umgebracht wurden. Wir denken daran, dass Menschen in Kusel genauso wie an Empfau mitgelaufen sind, mitgemacht haben, vorgekämpft haben und dann sehr wenige Widerstand geleistet haben. Das soll uns immer Mahnung sein, dass wir für andere einstehen, dass wir Demokratie als Wert schätzen und dass wir uns dagegen zur Wehr setzen, wenn andere Menschen rassistisch bedroht werden, ausgegrenzt werden und am Leben bedroht werden. Dass dies auch heute in Deutschland passiert, ist erschreckend. Insofern bleiben wir wachsam und gedenken der Menschen, die Opfer wurden.